Diese Reife gibt mir diese D-Squared-Vibes. Freunde des besten Modegeschmacks. Ey, heute, klar, das machen wir mal, Justa. Freunde, heute machen wir mal etwas anderes. Und zwar, wir bewerten der Kollektion, die jetzt dann rauskommt. Yes, Freunde, uns schreiben so viele Leute jedes Mal. Ey, was haltet ihr von dieser Kollektion, XY, dieser Kollektion? Und Freunde, anstatt immer einen Roman zu schreiben, wie ich sonst so gerne mache, haben wir gedacht, komm, wir machen eine Live-Reaction und wir bewerten einfach alles so. Also ihr wisst, Freunde, ich glaube, Claudio und ich haben schon den Ruf als ehrlichste Fashion-Kritiker im deutschsprachigen Raum, kann man so sagen. Ja, würde ich so unterschreiben. Ja, würde ich auch so unterschreiben. Deswegen, meine Freunde, egal wer kommt, schreibt auch in die Kommentare, wen ihr sehen wollt, welche Kollektion, weil ich habe es nicht auf dem Schirm, sage ich euch ehrlich. Aber ja, mein Justin, der Anfang, der macht heute wer? Der liebe... So, Patrick Spector. Freunde, der Newcomer, ihr wisst Bescheid, mein Justin. Eben, Vorgeschichte. Wir haben sehr gut mit Patrick, muss man sagen. Also Patrick und wir sind schon so. Also, man versteht sich. Aber Freunde... Man kann sich unterhalten. Man kann sich unterhalten. Wir haben sogar extra heute unsere ADR-X-Piece angezogen. Vorhin noch schnell aus dem Müll gezogen, was? Wir verstehen sehr gut mit Patrick, aber wir müssen ehrlich sein. Wir haben immer kritisiert, dass diese Leute uns dann nicht ehrlich sind. Deswegen, Patrick oder allgemein der Zuschauer... Wir unterschreiben zu 100% auch am Ende, dass alles real war. Und eben, Patrick, falls wir irgendwie harsh sind oder sonst was, nicht böse sein. Wir machen es nur für deine Brand und sonst was. Aber ja, deswegen, wir haben noch nichts gesehen. Ich habe ehrlich, ich hatte sehr viel zu tun. Ich habe noch nichts von der Kollektion gesehen. Aber deswegen schauen wir am besten den Spaß mal an. Ich bin selber gespannt. AirPods an, AirPods an. Sometimes you need to do something. Sometimes you need to report. Okay, also Freunde, ich glaube, man sieht so den ersten Hoodie. Das ist auch so dieses Model, das ist, glaube ich, so in jedem... Also ich glaube, das Model war, glaube ich, bis in jeder Kollektion dabei. Ja. Wie heißt er nochmal? Ich glaube, er ist irgendwas mit irgendwie ein Fußballer. Yaya, nicht Yaya Toure. Also irgendwas mit Yaya, glaube ich. Hast du den auch schon gesehen? Hab ich schon gesehen, aber das ist keine Ahnung. Ja, eben, ich habe mir auch schon in vielen Trails gesehen. Aber man sieht auch hier so, die Spannung wird aufgebaut. Das ist extra so verschwommen, weißt du? Ja, ja. Man erkennt extra noch nichts. Also, gehen wir weiter. Okay, warte. Oh nein, schauen wir jetzt den Trailer durch und nachher bereiten wir jetzt ein bisschen auf. Okay. Musik ist nice gemacht, man hört sich jetzt die Vibration, was ich meine. Aufwendiger finde ich. Ja. Weil Freunde, wer nicht weiß, Claudio und ich haben auch Erfahrungen in diesem Segment, also wir haben auch schon Trailer produziert. Und wissen, Freunde, wie schwer es ist, so diesen Spannungsbogen in kurzem Zeitraum aufzubauen. Okay, okay. Rückwärts auf meine Tracks angelegt. Also man sieht auf jeden Fall schon mal die ersten Pieces, also... Das sieht nach einer Jacke aus. Ja, also Jacke. Ist die erste Jacke von ADR? Ich glaube schon, also die erste Pufferjacke auf jeden Fall. Aber die sieht schon mal krass aus. Ist das Atem von Patrick? Bitte ja, wenn nein, siehst du. Ich stelle mir so vor, wie so Patrick so ein Mikrofon im Spiel so. Vor allem, wenn das Patrick gemacht hat, ich kaufe extra ein Piece nur wegen dem. Okay, T-Shirts, ja. Yeah. Die Sounds sind krass, das war's. Ja, ja. Auch dieses Polizeigeräusch, dieses Tint. Das ist der Sound of the Police. Also eben, wir sehen schon mal die ersten Pieces im Kino. Die sind da so eine kleine Baby-Keeper, T-Shirts, Pullis, gestaltet Longsleeve. Eben, da sieht man, also ich glaube, es kommen keine neuen Piece mehr dazu. Und jetzt kommt diese schöne Abrundung vom Trailer, glaube ich. Meinung zum Trailer? So ganz kurz? Trailer, also von der Qualität her, ist meiner Meinung nach sehr gelungen. Ich glaube, es ist der beste bisher. Also ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt noch einen anderen im Kopf. Aber ich, also der also, hat mir schon gefallen. Die Location fand ich sehr nice. Ja. Und halt auch. Hier musste wahrscheinlich sehr viel mit den Lichtern gespielt werden, was ich aufwendig. Aber spannend vor allem, sie haben eigentlich nur ein Model benutzt. Also dieser Yaya, oder ich entschuldige mich, was nicht Yaya heißt. Nehmen wir mal Yaya.
Der hat, glaube ich, also das ist das einzige Model im Video, ja. Ist mir aufgefallen. Also mir persönlich gefällt das, wenn es nicht so ein Durcheinander ist, weißt du, du kannst dich besser an den Sizings orientieren. Nein, weil die Sache ist, du musst dir auch vorstellen, weil dieses Model ist ja jetzt dunkelhäutig. Mhm. Und ich finde zum Beispiel auch alle Modehäuser, die benutzen immer verschiedene Models, also aus einem Grund erstmal so dieses, einfach aus Imagegründen, weil es lange Zeit gab es nur weiße Models, also es war so Maßstab. Aber jetzt vor allem gibt es immer schwarze, weiße, asiatische Models, also zum Beispiel auch, du ist vielleicht aufgefallen, wenn eine LV-Kampagne in Japan oder China läuft, haben sie nur asiatische Models. War gab es auch so die ein oder anderen Skandale da, aber eben, Trailer, ich fand den cool, dem Trailer gebe ich so eine 9 von 10. Ja, kann also, ich so unterschreiben. Es, logisch könnte man ein paar Dinge eben, mehr Models und sonst was für die Vorstellung, aber mir, ich hab's gefühlt. Deswegen kommen wir jetzt mal zu den Pieces. Also Freunde, also das erste Bild ist vom Yaya in diesem, es gibt so diese Ritual-Vibes, wo man sich gleich so, kennst du diese, noch von früher, es gab so eine Zeit lang, wo so diese Rituale so voll in waren. Du machst so Kerzen, sagst ihm in Schuhe, machst, ich weiß nicht, wie das genau heißt, aber machst so ein paar Bewegungen und es kommt so Satan raus. So Exorzismus. Ja, ja, also diese Vibes. Eben, wir haben ihn mit dieser Hose, von der gibt es nachher Bilder. Diese Hose mit diesen großen Punkten. Also zum Beispiel jetzt mit diesem Licht ist es halt sehr schwer zu erkennen, was die Punkte von der Hose, weißt du, so die verschiedenen Nähte, was die für Farben haben. Ja. Weißt du, zum Beispiel hier sieht es aus, als wäre es so rosa, aber wahrscheinlich ist es als keine Farbe. Aber selber zum. Also du siehst jetzt, er hat ja. Muss immer überlegen, ein Designer, also in dem Fall Patrick, hat sich auch überlegt, dieses Konzept, also dieses Oberteil muss mit der Hose wie so harmonieren an, in seiner Vision. Wie ein Runway-mäßig, weißt du, meine Runways haben ja auch immer Looks. Und das wäre sein erster Look, also in dem Fall. Was findest du? Also das Oberteil ist mit der Longsleeve. Das ist ein richtig so ein Claudio-Piece, finde ich. Das sehe ich dich, das ist sowas, was du tragen würdest. Ja, also hier, sagen wir mal so, alles so, diese, allgemein so, manche Sachen habe ich immer gerne, wenn sie so schwarz-weiß sind. Ja. Also man braucht immer von einzelnen Pieces auch so die schlichte Farben davon, dass man sie mal mit einem milderen Piece, wie zum Beispiel die Hose, die jetzt ein bisschen lauter ist, kombinieren kann. Oder gehen wir das am besten wirklich, gehen wir am besten mal auf Instagram schnell, mal schauen, ob alle Bilder online sind. Also mein Jutzen, wir kommen zum ersten Piece, das wäre diese Weste auf Instagram, wie ich da gerade sehe. Ja. Und man sieht das sehr markant, also es ist eine weiße Weste, so ein, wirklich so ein Schneeweiß kann man schon sagen. Und mit diesem, das ist auch die man so als Rucksack umklappen kann, weißt du, mit so Flügeln. Ja genau, sieht man auf dem vierten Bild. Es ist diese Weste, wo halt auch diese Tasche hinten ist. Und wisst ihr, was mir direkt auffällt? Diese Farbe, also ich sage halt ehrlich, all diese, ich packe mal diese Brand auch in den YouTuber-Kessel, weil ist ja eine YouTuber-Brand, muss man so sagen. Was mich da direkt ein bisschen stört ist, dass sie nie mit Farben groß spielen. Weißt du, ich meine, also so, ich sehe jetzt dieses Schneeweiß, also ist diese Weste. Ich kann direkt sagen, das ist so ein bisschen so ein Beige-Ton. Ja, aber auch das ist so eine Farbe, die gefühlt in jeder YouTuber-Season irgendwie vorkommt. Weißt du, ich meine, so. Das ist so, I don't know, so. Ich finde die Weste, also kommen wir mal zum Guten. Ich finde die Weste richtig, also ich finde die nice. Ich würde die tragen, auf jeden Fall. Also ich finde die Idee mit der Tasche hin nice. Kann man so sein iPad reinschieben, weißt du, ich meine, so Uni gehen, weißt du, ich meine. Und auch dieser Reißverschluss ist cool gemacht. Also kontrastmäßig. Ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Hat diese Weste, hat die Knöpfe, ja, warte, ja, die hat Knöpfe. Das finde ich cool gemacht, dass es, sie hat, ich glaube, Invisible-Knöpfe, also man sieht nicht, also Invisible-Schließung, weil man sieht nicht, dass es Knöpfe hat. Das finde ich sehr, sehr stark bei dieser Weste, muss ich erstmal sagen. Das ist einfach auch so ein Piece, das kann man halt zu sehr vieles anziehen. Ja. Was ich mir hier jetzt einfach frage, ich finde das gleiche wie du mit dem Reißverschluss und alles, finde ich auch sehr nice, aber jetzt, was halt funny ist, dass man sie umklappen kann, so als, wie sagen wir, als Flügelmäßig. Aber das kann man, nein, das kommt oft, das ist aber bei vielen Jacken voll. Ja, aber, ich frage mich einfach so allgemein, was der Sinn dahinter ist, weil ich glaube nicht, dass man so jetzt rumlaufen würde. Nein, Bro, was nicht, der Sinn dahinter ist, es kommt vom Bergsteigen. Bergsteigerjacken hatten früher immer, das haben die heute noch, weil wenn du ein Bergsteiger bist und zum Beispiel irgendwo durchklettern oder sonst was, oder ich hatte einen anderen Gebrauch, korrigiere mich gerne, aber das hat man einfach so gemacht für Bergsteiger. Aber es kommt auf jeden Fall nice, so, wenn man Bilder machen möchte, dass man das jetzt mal so umklappt. Ja, der Profi-Insta-Bilder, aber ja, sonst werden wahrscheinlich Leute weniger damit rumlaufen. 1 bis 10? Was gibt's in der Jacke? Also, mir gefällt die Weste an sich, weil mit der, man macht nicht viel falsch. Also, es ist keine laute Farbe, die irgendwie die Hälfte der Leute abschrecken würde. Aber das finde ich eben fast schade. Stell dir vor, diese wäre
in so einem Gelb. Ja, also das macht jetzt nicht das Piece mega krass, aber auch nicht mega schlecht in diesem Fall. Also einfach, die Farbe ist einfach, sagen wir mal, basic, können wir uns so einigen. Ich gebe der Jacke so eine 6,5 von 10. Ich gebe dir mehr, ich gebe dir so eine 8 von 10. Ich finde die nice. Ich kann ehrlich sagen, ich würde die tragen, auf jeden Fall. Weil aber die Sache ist... Also es ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Ich finde halt, die Sache ist, ich habe das Gefühl, es gibt immer so in dieser YouTube-Bubble-Szene, also also ich will nicht sagen Modern Fast Fashion Brands, weil eben diese Kollektion sieht schon mal nice aus, aber ich sag mal eben diese Modern Fast Fashion Brands, die haben oft so eine Wave, weiß ich meine. Und auf einmal haben irgendwie alle eine diese Weste released. Also 6PM hat eine Weste, Trend Vision hat eine Weste, die haben eine Weste, dann haben, wer hat sonst noch, also allgemein dieser Bubble, auch Louis Doppelgart noch eine Weste rausgebracht. Dann haben wir sonst noch, hat Just eine Weste rausgebracht im Peso? Ich glaube auch. Ich glaube, es gab eine Weste oder eine Jacke, die man abziehen kann. Ja, es gab irgendwie, also das finde ich halt interessant, dass eben, ich finde das cool, dass das wie so diese, also das ist glaube ich die beste Weste, also finde ich, würde ich auch am Das wirst du unterschreiben auf jeden Fall. Ja, aber ich finde das spannend, so diese Analyse, dass halt irgendwie alle auf diese Weste-Wave sind, auch wenn ich gerade eine Weste trage, aber diese Weste ist 8 Jahre alt, also auch so Archive-Piece. Also ich muss sagen, das ist aber so ein Piece, das ich mir ansteuern würde, die Kollektion zu kaufen. Also ich sage euch ehrlich, dieses Piece würde ich safe tragen, aber stellt euch vor, dieses Piece wäre in so einem richtig nicen Sonnengelb. Das wäre so insane. Also einfach so, man könnte zum Beispiel dieses Piece rausbringen und eins in Gelb. Genau. Einfach, weil das finde ich eben ein bisschen schade immer noch, dass zu wenig mit Farben gespielt wird, bei allen Brands, weil die wollen zu sicher gehen. Genau, dann hätte ich direkt 2 Punkte mehr gegeben. Weil das ist so ein Piece, jetzt nicht böse gemeint, aber so eine Weste, die halt eine neutrale Farbe hat, was nicht schlecht ist, kann man halt genauso einfach wieder irgendwo anders kaufen, oder? Und deshalb ist jetzt einfach sehr solide, aber auch nicht so... Gehen wir mal weiter, was ich meine. So. Wir haben noch Luft nach oben, also. Genau. Jetzt kommen wir zu Pants. Und Freunde, diese Pants, also sieht man direkt im Video, kann man diese Klettverschluss, also nicht, das ist doch ein Klettverschluss, doch so, abziehen. Und ich glaube, es ist so ein Produkt. Cord. Es ist Cord. Also ich glaube, die Hose an sich, es ist keine Jeans. Aber es ist auch nicht Cord. Nein, die Hose ist kein Cord, aber diese Punkte sind Cord. Und man kann sie abziehen. Und was hältst du davon? Also und der Reißverschluss ist auch nicht so ganz gerade. Also der Reißverschluss ist auch wie bei der Weste. Man sieht, es geht so durch die Kollektion. Also okay, mir fällt jetzt kein Piece direkt ein, wo ich das jetzt vergleichen könnte. Nein. Außer der Air Force, das ist ein bisschen von Travis Scott, der hat ein bisschen ein ähnliches System mit dem Swoosh. Aha, du meinst also, ja. Also das heißt es nicht, dass es... Nein, es gibt Dinge, die man abziehen kann. Also es gibt auch andere. Also es gibt sie, aber es fällt mir jetzt kein... Ich glaube, J.W. Anderson hatte mal sowas, aber... Es fällt mir jetzt kein Piece an, das mir direkt einfallen wird. Also, deshalb würde ich sagen, ist schon sehr einfallsreich. Und es hat so einen speziellen Touch. Ja. Und das ist so ein Piece, da muss ich sagen, das gibt Hose so... Das sticht wahrscheinlich aus der Kollektion ein bisschen raus, weil es halt so ein bisschen speziell ist. Eine Hose. Wisst ihr, diese Reißverschluss, diese D-Squared-Vibes, weißt du, diese D-Squared-Jeans, die haben ja auch so einen offenen Reißverschluss. Ja. Also, Freunde, ADR, the new D-Squared, ihr wisst Bescheid, mein Houston. Ich finde einfach nice, dass jetzt nicht hier einfach zum Beispiel eine Basic Blue Jeans released wurde, die man sowieso überall kaufen kann. Das stimmt. Und hier muss ich sagen, das ist so ein Piece, das ist wirklich, das ist... Aber das ist auch was für uns. Wisst ihr, Freunde, Claudia und ich haben so viel Basic-Stuff. Genau deshalb. Das ist für uns spannend, aber ich finde das interessant. Ich denke im Fall allgemein, dass Justin, geiler Typ, dass Patrick an einem Punkt angekommen ist mit ADR, wo er, wie so sich selber, jetzt fragen muss, ob solche Pieces sich verkaufen werden. Weil ich glaube allgemein, Patrick hat immer so einen Druck ein bisschen. So. Er hat immer so diesen, er ist halt jemand, der kennt sich gut aus in der Mode und er kennt, er hat wirklich diesen kreativen Fluss. Aber ich denke halt aus businessmäßigen Gründen oder einfach Perspektiven, war es immer ein bisschen schwer, da aus der Masse zu stechen. Mhm. Und ich glaube, ich habe 2 Pieces gesehen, aber auch im Video, dass genau diese Kollektion vielleicht der Beweis sein wird, ob sich das lohnt finanziell oder nicht. Man muss halt einen guten Mix finden, weil klar müssen die Pieces nice sein und einem persönlich gefallen, aber was bringt dir so sehr einfach so eure Pieces, die einfach nicht verkaufen lassen. Das stimmt. Also ich finde, noch zu Hosen nochmal zu abschließen, ich finde, die Idee ist nice. Ich würde es nicht so tragen, sage ich ehrlich, also ich bin jetzt nicht so ein Fan, weil diese Punkte, also dieses Ding abziehen, diese Klettverschlüsse, die haben für mich keinen Sinn und Zweck. Es ist einfach so, es hat man wie so modisch gesehen, weißt du? Ich meine, zum Beispiel bei der Weste, diesen Rucksack-Vibe, den kann man wie so noch technisch benutzen.
Aber das ist einfach so ein bisschen useless. Aber ich finde die Idee cool. Also ich gebe der Hose einfach eine stramme 5. 5 von 10. Also ich finde die nicht wack. Ich finde die auch nicht mega nice. Aber ich würde die tragen, weiß ich meine. Also bei mir so, ich würde jetzt eher die Weste kaufen. Ja, same. Aber ich finde einfach die Idee sehr innovativ. Safe. Und auch der Reißverschluss finde ich sehr nice gemacht. Ja. Also Reißverschluss ist top. Das auch safe. Wenn das wahrscheinlich nicht das bequemste ist. Ja, ja. Aber ich gebe der Hose eine 7,5, cool. 7,5 von 10 Punkten. Ja. Einfach weil es wirklich mal was anderes ist. Ja. Und ich kenne keine Hose im deutschsprachigen YouTube-Brand, ja, der vergleichsweise ähnlich ist. Das finde ich stark. Also bis jetzt haben wir wirklich Innovationen gesehen. Das muss ich einfach loben. Und so. Auch wenn es nicht mein Geschmack ist in dem Fall, ich finde die nicht wack. Also ich finde die wirklich okay. Und ich bin auch selber gespannt, wie sich die Hose verkaufen wird. Safe. Weil eben die letzte Hose, die so interessant war diese Double Jeans, also er hatte diese Hose rausgebracht, die noch so eine Shorts hatte. 2 in 1, ihr wisst Bescheid. Die hast du in schwarz? Oder? Die habe ich in schwarz, die hast du in blau. Mhm. Und ich habe auch Patrick Prag geschrieben, dass das bis jetzt das beste ADR-Piece war, weil ich fand die Innovation einfach nice. Also weißt du, einfach diese Idee. Aber eben vorhin, lassen wir uns weiter überraschen. Gehen wir weiter. Ich muss halt auch sagen, dass uns das, wir haben mehr Freude an Innovationen als andere wahrscheinlich, weil wir einfach schon so die Basic-Sachen, die wir brauchen und alle schon haben. Also im Allgemeinen, für uns ist eine Brand, Freunde, ist mehr als nur irgendwelche Basic-Sachen. Für uns ist eine Brand, wie ist eine Geschichte, wir haben diese Perspektive. Und bis jetzt, ich finde, sagt ehrlich, ja, also... Ich meinte auch, dass Patrick letztens gesagt hat in einem Video, dass er so versucht, so den CI von ADR zu finden. Mhm. Und bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das jetzt verfolgt. Gehen wir weiter. Eben, hier haben wir einen Duffel, also ein, ich glaube, es ist nicht kein riesen Duffelbag, es ist so ein Mini-Duffelbag. Und der ist, glaube ich, aus welchem Stoff? Ich sag Jeans-mäßig oder so. Es ist so ein Washed-Stoff. Ja, ja. Aber was ich sehr, sehr geil finde, ist, dass es zu einem Graffiti-mäßigen ist. Also das Graffiti-artige ist sehr stark gemacht, weil es macht auch Sinn zum Thema Revolt. Also es ist, diese Kollektion ist die Revolt. Und ich finde, es macht Sinn, weil... eine Revolte, also allgemein, Graffiti ist ein Zeichen von Anarchie, weiß ich meine. So man macht diese Kunst auf öffentlichen Gebäuden oder sonst irgendwelchen öffentlichen Orten. Man macht es illegal und unter keinem Gesicht, weiß ich meine. Du darfst dir das Gesicht nicht zeigen. Deswegen, ich finde, aber wisst ihr, ich bin halt nicht so ein riesen Fan von Branding, aber da ist geil gemacht, also dieses ADR ist so... Es ist so, nicht, man checkt nicht direkt, das Brand ist. Es ist einfach so buchstabenmäßig. Es ist einfach auch ein Custom-Piece sein können, weiß ich meine. Schon auf Custom Air Force One angelehnt. Aber ich sag dir ehrlich, ich finde die Größe, die hätte größer sein können. Das sage ich dir ehrlich. Da täuscht es auch ein bisschen im Bild. Also wie ich im Trailer noch gesehen habe, also im Trailer im Kopf habe, war die nicht so groß. Wäre das so eine 60er Keyball mäßig, so eine 60er halt, so eine, wie mein Jaro, dann wär stramm. Aber ich finde auch so, also... Ich kann mir dir vorstellen, also was denkst du? Also das ist auf jeden Fall ein sehr stabiles Piece. Mhm. Und ich würde sagen, ist eine sehr gute Alternative zu manch anderen Taschen. Ja. Also und Peace hat ja letztens auch eine Keeper Release und sie macht glaube ich jetzt nochmal eine. Oder irgendwie so. Also das Piece muss ich sagen, es gibt jetzt nichts, was ich auszusetzen habe, was mir gar nicht passt oder so. Und ich gebe eine 8 von 10, weil das kann wirklich, wenn man sie kauft, wirklich jahrelang tragen. Das ist glaube ich zeitlos. Ich gebe dir eine 7,5 von 10, weil ich finde die Weste finde ich bis immer noch am wildesten. Also ich finde eben, diese Tasche, ich finde das Graffiti, also ohne Graffiti wäre es für mich zu basic. Aber Graffiti-like, stramme Geschichte. Und das Washed gefällt mir sehr gut. Eben, es passt auch zur Geschichte bis jetzt. Aber gehen wir weiter, haben wir sonst noch irgendwelche Previews hier, warte. Einen Hut, also einen Zip-Hoodie. Grün und so schwarz gesplittet, also eine Farbe grün. Andere Farbe schwarz und es steht Atelier Rupa drauf und man sieht die Bilder nicht so sehr, sehr nice. Also man sieht nicht gut das Piece. Aber, was denkst du erstmal? So ein bisschen, also immer ein bisschen schwierig mit diesen Lichtern, wenn es kein perfektes Bild ist. Also. Es gibt so, weißt du, ich habe ja über all diese Brands recherchiert und kennst du dieses 6pm T-Shirt? Irgendwas mit Exit. Push to Exit. Ja, Push to Exit, genau, Push to Exit. Das gibt mir so diese Vibes, weißt du, was ich meine? Also eben, no front, aber es ist einfach so gerade aus Erinnerung. Aber eben, was hältst du von der Split-Optik? Generell finde ich, dass die Split-Optics kamen letztens schon, habe ich schon einige Male gesehen. Ja. Aber das tut jetzt nicht zur Tatsache, irgendwas verändern. Mir gefällt das. Die Farbe Grün hier, muss ich sagen, ist sehr interessant. Ja, also erfrischend. Weil viele Leute, kenne ich, die sind nicht so die größten Fans von Grün. Ja, das passt zu meinen Augen, weiß Bescheid. Und ich finde es halt nice, dass er hier nicht wieder schwarz-weiß gemacht hat. Das ist wirklich grün und schwarz
finde ich auch gewagt. Mhm. Und mir, was mir sehr gut gefällt, wenn es nicht nur das Licht ist, also wenn es wirklich so ist, dass die Nähte hier ein bisschen hell, also heller beim, auf dem Schwarz, so weiß. Das sind, glaube ich, grün, dann sind das grün. Grün oder? Ja, das ist grün. Einfach so, ich mag es ja, diese Kontrast-Stitching. Kontrast-Stitching, genau. Als wäre es so ein Lambo, weißt du? Nein, das ist sehr nice. Hast du ein Lambo. Ja, jetzt ist es schwierig zu sagen, was auf der rechten Seite ist, weil die kennt man auf diesem Bild fast ja, nicht. Das stimmt. Aber ich glaube, also jetzt meine Meinung dazu, allgemein diese Split-Optik, wir haben auch bei, du weißt diesen Raph Simons-Pulli, den ich habe. Ich habe einen Raph-Pulli, also Raph mit Fred Perry, der ist auf einer Seite schwarz, auf einer Seite weiß. Und ich finde es persönlich, den schwer zu tragen. Also persönlich finde ich die Optik nice, aber für mich, weißt du, ich bin ja jemand, du kennst mich, ich getraue mich eigentlich alle zu tragen. Aber es fällt mir sehr schwer, mit dieser Split-Optik zu arbeiten. Für mich, also ich weiß nicht mal wieso, aber für mich kommt das sehr schwer. Und was halt beim Grün mich ein bisschen stört, ist, ich finde, also wir haben hier das Thema, diese, nicht Rebellion, sondern Revolte, genau. Ich finde es ein bisschen nicht so nice, dass er genau dieses Grün aufnimmt, das so eine Hype-Farbe gerade hat. Weißt du, also wegen Bottega Veneta ist dieses Grün so im Trend, so im Hype. Mhm. Und ich habe es ein bisschen, also für mich persönlich, ich mag Grün sehr, Freunde, Match mit Augen, ihr wisst Bescheid, Andy. Aber dieses Grün, ich hätte lieber für Revolte, hätte ich lieber eine dreckigere Farbe genommen. Weil Revolten sind dreckig. Ich hätte vielleicht lieber hier so ein blutiges Rot genommen. Weißt du, ich meine, ein Bloody Red. Also ich persönlich spiele allgemein sehr mit dem Gedanken, so Bloody Red. Ich habe zu wenig Pieces, die so blutig sind. Aber es hätte hier Sinn gemacht, weil eine Revolte, die ist ein Aufstand. Man kämpft gegen etwas an. Da hätte die einfach, weil Grün ist für mich immer eher so eine Friedensfarbe. Grün ist mehr so, man geht weiter im Leben, Glück, Frieden, das ist halt Grün. Aber Rot ist blutig, Schlacht, Revolution. Und deswegen, das finde ich ein bisschen, also hätte man mehr Gedanken machen können, also weniger diesem Hype folgen. Aber sonst finde ich die Idee, also man ersticht wieder heraus. Also deswegen, ja. ich gebe dem Pulli eine 4 von 10. Also ich sehe es gleich mit der Farbe wie du. Vielleicht aber nicht ganz so schlimm mit dem Hype. Also ich würde es mir jetzt noch abkaufen, würde mir sagen, dass es nicht irgendwie direkt inspiriert ist von Bottega Veneta. Nein, es ist mehr mit dem, also Grün ist von der Hype-Marke. Wegen, du weißt, Andy und blöde grüne Augen auf einmal wollen. Aber ich finde das Piece, es ist jetzt stabil. Ja. Aber halt mit dem Aspekt, dass es etwas schwieriger zu tragen ist, würde ich so eine 6,5 von 10 geben. Ja. Ja, okay, wir können gerade zur Hose kommen. Also Freunde, man sieht hier, die Hose hat wieder, also Freunde, ich weiß nicht, was Patrick sich überlegt hat, aber Patrick ADR, The New D-Squared, ich weiß nicht, was man da sich überlegt hat, man weiß denn nie, wo die Inspiration herkommt. Aber Freunde, eben, erstmal dieser Oversize-Zipper wieder mit dieser Bananenwölbung, finde ich cool auf jeden Fall. Und dann haben wir unten diesen, ich sehe nicht, ob eine Flare Pants ist, aber ich glaube schon. Und man hat diese Pfeile. Also allgemein, diese Pfeile sind auch sehr beliebt im Moment. Also ich glaube auch, Bottega Veneta hat eine Jacke, die Pfeilmuster hat, also diese Pufferjacke, weil es gibt, wenn du so Pfeile benutzt, du musst dir immer vorstellen, alles so, auch Kreise oder Vierke, die geben immer eine Illusion dem Auge, auf den Körper. Weißt du, ich meine, wenn zum Beispiel du eine Hose hast, die halt unten weiter geschnitten ist als oben, kommt die Illusion, dass diese Person größer ist, also dass die Beine länger sind, weißt du, ich meine. Und da bei den Pfeilen finde ich das cool gemacht, weil erstens, ich kenne noch keine Hose, die mit diesen Pfeilen spielt. Und zweitens finde ich nice, dass es diese Fäden hat, weißt du, ich meine? Er zieht es auch aus, zum Beispiel bei der letzten Jeans, bei dieser Double Jeans, hat auch sehr viel mit Distressing gespielt, also ich meine, mehr mit diesen Fäden, dieses Ruffle. Cool aufgegriffen, auf jeden Fall. Was denkst du? Würde ich eigentlich so unterschreiben. Ist das eine Tasche, by the way? Ich sehe es nicht ganz. Das ist eine Tasche, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, es ist eine große Tasche, ja. Ja, eine große Tasche. Aber eben, ich finde es nice, dass Patrick an die Studenten denkt, damit man das iPad einfach so mitnehmen kann, für was eine Tasche, weiß ich meine. Falls in der ADR-Tasche keinen Platz mehr hat, du weißt Bescheid. 1 bis 10, was gibst du dir? Würde ich sagen, so eine 7 von 10. Ich sagte, ich würde auch eine 7 geben. Also ich würde die safe tragen. Und Paddy, du weißt, was du willst, dass die Malls wieder die Hosen bewerten. Nein, ihr wisst Bescheid, Freunde. Support ist wichtig. Ich will mir die auch persönlich kaufen. Ja, das ist auch so ein Piece. Ja. Neben der Weste würde ich sagen. Ja. Ist wirklich eine Überlegung wert. Safe. Aber
ich muss sagen, Patrick sich schon verändert, seit er ein R8 fährt. Ja, ja. Das heißt, Patrick sich echt verändert, seit er ein R8. Muss ich mir schon überlegen, ob ich hier noch etwas einkaufen werde. Ja. Claudio, Jacke, was kannst du sagen? Wir haben auf jeden Fall einen sehr speziellen Schnitt, so ein bisschen auf Korsett angelehnt. Und wir kennen jetzt auch kein Piece, das irgendwie ähnlich ist oder so. Ja, eben, wie schon gesagt, diese V-Vibes, wie schon vorhin gesagt, hat halt, ist ein bisschen ein Trend jetzt gerade, weiß ich meine. Also ich glaube auch, sogar Pace hat auch diese V-Elemente. Aber ich glaube, das haben alle so ein bisschen von Bottega mitgenommen. Also ich muss auch noch, ich bin mir nicht 100% sicher, werde ich vielleicht einblenden, falls das stimmt und falls nicht, werde ich es auch schreiben. Aber ja, eben, ich finde vor allem sehr, sehr krass bei der Jacke, dass sie vorne und hinten Zip hat. Das ist stark gemacht, weil das ist halt wiederum so, also das nennt man glaube ich sogar Infinity Zip, weil es hat wie so kein End, weiß ich meine. Ja. Aber... Also es ist meiner Meinung nach auf jeden Fall die stärkste Puffer von einer deutschen Marke, vor allem auf YouTuber bezogen. Mhm. Und wahrscheinlich sogar eins der stärksten Pieces überhaupt von ADR. Ja, das, also wisst ihr, das ist ja die erste Puffer, also allgemein Winterjacke von Patrick. Und ich finde, die ist stark geworden. Also da kann ich echt... Also wisst ihr, ich bin gespannt, wie sie aussieht auf einem Nicht-Model-Körper, also bei dir, was? Und, aber eben deswegen, ist jetzt auf den Bildern, so einfach Auge zu Auge, sehr krass, finde ich. Es ist halt, wenn man sich mal getraut, mal etwas ein bisschen anders macht als die meisten, dann gibt es entweder, also es gibt zwei Varianten. Entweder es geht nach hinten los, oder es wird was. Und hier kann ich wirklich unterschreiben, und zwar, dass es was geworden ist. Ja, 100%. Aber bin sehr gespannt, was der Preis hier sein wird mit dieser Jacke. Was gibt es 1 bis 10? Jacke, eine stabile 9 von 10. Ich, Freunde, ich gehe sogar weiter. Ich gebe dir eine 9,25. Weil, Freunde, ich sage dir ehrlich, so diese Jacke, ich bin gespannt auf den Preis, wie die Qualität ist, weil eben, das ist immer ein anderer Aspekt, aber das ist nicht so schwer. Also ich sage dir, wie es ist, also eine gute Qualität hinzubringen, wisst ihr auch so Modern Fast Fashion Video, nicht das Schwerste, aber sonst, ich glaube, also man muss auch sagen, diese Kollektion war wirklich so Experiment, so. Es hat so viele crazy Pieces, ich bin geschockt. Also es hat fast, ich glaube, die einzige Basic Money Getter, also Freunde, man muss halt wissen, die Money Fights, also die Money Getters sind immer T-Shirts und Hoodies, von denen gibt es sau wenig, was ich meine. Also man muss da wirklich sagen. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt dann auf das Statement von Patrick, wenn die, also nach dem Release, wie sich das alles verkauft hat. Natürlich hoffe ich, dass alles gut gehen wird von seiner Seite aus und für ihn. Sonntag ist Release. Aber ich bin wirklich gespannt, weil so eine Jacke, es ist keine Jacke, die man direkt kauft, wenn man nur eine Jacke zu Hause hat, normalerweise. Das ist eine Jacke, die holt man, wenn man schon Varianten zu Hause hat. Deshalb bin ich gespannt, wie sie das verkaufen wird. Also toi toi toi, Sonntag 13 Uhr Release, meine Jutzen. Schaut bei ADR vorbei auf der Insta-Page für mehr Infos. Und sonst, wenn ihr mehr solche Videos wollt, schreibt in die Kommentare, welche Brand, wann, wo. Wir sind bereit, Freunde, ehrliche Meinung, ihr wisst Bescheid, immer ehrlich, immer real. Aber ja, Atelier Europa hat performt, muss einfach sagen, fertig. Auch wenn es D-Squared und Philipp Plein Influence gibt, was meinst du? Deswegen, schließen wir den guten Mann. Dann würde ich einfach mal sagen, guten Release. Ja. Und ihr Zuschauer, hoffentlich bleibt ihr gesund. Bleibt gesund. Und dann sehen wir uns.